Wolltet ihr schon immer mal wissen, was Dinosaurier gefressen haben? Genau das hier. Also zum Beispiel. Mumien gab es nämlich zur Zeit der Dinosaurier auf der halben Welt. Und dann sind sie ausgestorben, wie die Dinosaurier. Oder das dachten wir zumindest. Bis ein gewisser David Noble etwas in den Botanischen Garten von Sydney brachte. Er und sein Team hatten 1994 eine etwas seltsam aussehende Pflanze in einer ganz abgelegenen, versteckten Schlucht im Mulemi-Nationalpark gefunden. Und er hat eine Probe davon mitgebracht. Die Experten haben sich erstmal schwer damit getan, die Pflanze zu identifizieren. Sowas hatten sie noch nie gesehen. Also zumindest nicht lebendig. Aber es sah irgendwie aus wie bestimmte Fossilien. Und dann haben sie die Tragweite der Entdeckung begriffen. Eine lange ausgestorbene Pflanze, doch nicht ausgestorben. Ein lebendes Fossil. Es war, als hätte man auf einer einsamen Insel weit draußen im Meer plötzlich lebendige Dinosaurier entdeckt. Aber oh je, wenn das bekannt wird, Leute würden bestimmt zu dieser Schlucht gehen und versuchen, die Pflanze zu stehlen oder Schlimmeres. Deswegen hat man erstmal alles geheim gehalten. Nicht mal David Noble, dem Entdecker, hat man gesagt, was er da eigentlich gefunden hat. 6 Monate lang, bis man mehr Proben mit dem Helikopter gesammelt hatte. Die Pflanze wurde dann Volemia nobilis genannt, nach dem Park und dem Entdecker. Und bis heute ist der genaue Standort der letzten Volemien geheim. Ungefähr 100 Bäume gibt es dort insgesamt. Und das ist echt wenig für eine ganze Gattung. Und es ist sogar noch schlimmer. Inzwischen wissen wir, dass diese letzten 100 scheinbar genetisch identisch sind. Das heißt, sie stammen alle vielleicht von nur einem einzigen Exemplar ab. Und das heißt, dass es vor nicht allzu langer Zeit vielleicht nur noch eine einzige Volemie auf der ganzen Welt gab. Oder höchstens eine Handvoll. Also knapper kann man dem Aussterben nicht entrinnen. Und hier steht sie nun, eine der seltensten und erdgeschichtlich ältesten Baumarten überhaupt. Und tatsächlich war die Volemie in Bayreuth eine der allerersten, die Deutschland bekommen hat. Am Anfang war sie sogar in einem Käfig, damit niemand auf dumme Ideen kommt. Aber inzwischen ist sie ein bisschen groß zum Wegtragen. Und inzwischen wird sie auch auf der ganzen Welt kultiviert. Sie sollte also jetzt einigermaßen sicher sein vor dem Aussterben. Das Wort Volemi kommt übrigens aus der Sprache der Aborigines. Und es bedeutet so viel wie, die Augen offen halten. Das ist doch irgendwie passend. Wer weiß, welche angeblich ausgestorbenen Arten wir da draußen noch finden können, wenn wir nur die Augen offen halten.